Ich schicke dir per Lichtpost einen Vero-Viso-Transmissor. Wenn du ihn mit dem Netz verbindest, erzeugt er ein multidimensionales Korpuskularbild der Wirklichkeit. Die Sendung ist schon da. Heißen Dank, mein Wohltäter. Ich probiere das Wunderding gleich aus und sage dir, ob's hinhaut. Das geht leider nicht. Der Resonanzkreis meines Temporaldilatators hat sich zu sehr erhitzt. Der Ofen ist aus. Finaltrans. Schalt ab. Au wie Höhe. Dann wollen wir mal diese elektronische Riesenschlange beschnuppern. Hol Mutters Netz. Daran soll es angeschlossen werden. Das Stromnetz ist gemeint. Bist du soweit? Ja, es kann losgehen. Der elektrisiert ja auch. Aber so richtig prickelnd erregend, das ist ja fast wie... Aber dazu bist du noch zu jung. Erdő mellett fogtunk sokáig. Elkísértél egyszer hazáig. Megszólt egy-két öreg lány, sajnos van még boszorkány banán. Elköltöztünk onnét azóta, de felhangzik itt is onnét. Menschenskind, die lässt sich sogar anfassen. Na, wie hat dein Vater das hingekriegt? Jetzt hole ich aber schnell die Frauen, die werden Augen machen, so groß wie Untertassen. Und dass du dich ja nicht an der Künstlerin vergreifst, Adola, das gehört sich nämlich nicht. Még egy vendég, és magamra nyitom a gát. Na, was darf's denn sein? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Herr Nachbar, wenn Sie mir meine Familie herauskatapultieren würden. Gewiss, es gibt nichts, was ich lieber täte. Oh! Was ist los? Immer störst du, wenn's am schönsten ist. Schnell nach Hause, ihr werdet Bauklötzer staunen. Ausgerechnet jetzt, wo Fanny Seelenschmalz singt. Ich weiß, aber der Fernseher ist wieder in Ordnung. Du willst doch nicht im Ernst behaupten, dass du ihn repariert hättest. Ich habe ihn genial weiterentwickelt. So etwas hat der nicht, dieser Marisch. Psst. Hier sieht es ja aus wie auf einem Schlachtfeld. Dort spielt die Musik. Eine Frau in der Wohnung. Joi. Verehrte Zuschauer, in unserer Sendung Reportertour durch Wald und Flur berichten wir aus Großsturzacker über die neue Berieselungsanlage auf den glücklichen Auen. Seit gestern labt erquickendes Wasser die vertrockneten Kohlköpfe der Sturzacker-Pioniere. In gemeinsamer, freiwilliger Arbeit wurde so mancher Schweißtropfen vergossen, der nun aus dem Dorf... Morgen früh rufe ich gleich Pischti Hufnagel von den Hochwasserwerken an, dass er unseren Fernseher reparieren soll.